Ich habe gerade mal wieder gemerkt, wie rasch wir es schaffen, aus dem Herzen rauszuswitchen in den Verstand, in den Denker und uns Dinge wieder auszureden. Das würde ich mal gern mit dir teilen, so deiner Inspiration. Weil das geschieht ganz, ganz viel natürlich auf der unbewussten Ebene. Und wenn man dann niemanden hat, in dem Moment, der einem gegenüber hockt und sagt, hey, mach mal Stopp, bist gerade total wieder in den Kopf geswitcht. Dann lassen wir uns natürlich vom Kopf leiten, von unserem Denker, von dem Verstand und kommen dann natürlich nicht da an, wo wir eigentlich hinwollen. Jetzt geht's, das möchte ich ganz explizit sagen, nicht darum, den Verstand auszuschalten, den Kopf auszuschalten. Den brauchen wir. Völlig ohne Frage. Nur der Verstand ist ein guter Diener und aber ein schlechter Herr. Den Verstand, den dürfen wir als Diener einsetzen und nicht als Herrscher. Ich hatte gerade mit einer wunderbaren Frau, ein Seelenreading, wo wir ganz in die Tiefe des Seins eingetaucht sind. Und da kam eine ganz, ganz klare Botschaft von der Seele, aus dem Herzen heraus, was wirklich dem Plan ihrer Seele entspricht, was sie wirklich jetzt ja, ans Licht bringen sollte, um es mal so auszudrücken, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Und dann haben wir das nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Also so ein Seelenreading, das dauert halt eine Weile, 3/4 Stunde etwa, wo wir da ganz, ganz tief in die Tiefe des Seins eintauchen. Und das Gegenüber eh immer total erstaunt ist, was da zutage gefördert wird. So, und da haben wir uns das dann anschließend angeschaut. Und als ich dann das zusammengefasst hatte, da sagt sie, ja, so war das ja jetzt nicht wirklich gemeint. Das traue ich mir ja nicht zu. Das kann ich ja nicht machen und, und. Und war sofort dazu geneigt, sich das wieder auszureden. Wie oft haben wir, wenn wir so auf uns alleine gestellt sind, ich meine, in dem Kontext hier, dazu bin ich ja dann auch da, um das dann zu switchen und zu ermutigen. Hey, das hat gerade aus dir gesprochen. Das ist genau das, was dein Weg ist. Das ist genau der nächste Schritt, um das jetzt in die Wege zu leiten und Großartiges entstehen zu lassen. Wenn wir dann auf uns alleine gestellt sind und wir bekommen ja auch eigentlich ganz viele Impulse immer, an Ideen, was man eigentlich machen könnte und, oder machen wollte oder träumen von einem größeren Leben, wie auch immer das für dich gerade ausschaut. Und dann folgen wir denen nicht, weil im nächsten Moment schon wieder der Denker, der Kopf sich einschaltet und uns ganz glaubhaft Gründe liefert, warum etwas nicht geht. Warum jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, und, und. Ich kenne das auch nur gut zu mir von meinem früheren Leben, als ich so davon geträumt hatte, wirklich frei auf der Welt unterwegs zu sein mit der ganzen Familie. Wie oft hat mein Kopf sich eingeschaltet und gesagt, sag mal, bist du jetzt größenwahnsinnig? Oder wenn ich mit anderen draußen darüber gesprochen hatte, also da draußen in der Welt da draußen im Umfeld oder sowas erzählt hatte, wie oft habe ich gehört, du hast immer alle Tassen im Schrank, diese Ideen, die du hast, was du verwirklichen möchtest und, und. Weil ich hatte damals, Gott sei Dank, immer Menschen auch an meiner Seite, die mich da durchgeführt hatten. Selbst wenn ich mal dazu geneigt war, dass der Kopf die Regie übernommen hat oder übernehmen wollte vielmehr, das ist so wertvoll gewesen, dass ich da immer Menschen an meiner Seite hatte, die mich gleich nochmal darauf hingeschubst haben und gesagt haben, hey, stopp, da in die Richtung geht's, das ist deine Botschaft, das entspricht deiner Seelenessenz. Und dahin geht es jetzt auch weiter. Und so genau machen wir das jetzt. Ja, also die mir wirklich dann ganz glasklar nochmal den nächsten Schritt offeriert haben, den ich gehen durfte und dann wirklich auf Spur geblieben bin. Und was dann irgendwo noch aufgekommen ist, das auch gelöst werden durfte. Weil das ist auch der Grund, warum ich immer so unterscheide zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstem. Wenn wir schon relativ viel Wissen uns angeeignet haben oder auch sehr feinfühlig, sensibel, spirituell interessiert sind, was auch immer das bedeutet für dich oder wenn du dir auch schon viel Wissen angeeignet hast, wie wir Menschen uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen, wie das mit dem Manifestieren funktioniert, wobei es auch da ganz, ganz gewisse Dinge gibt, auf die wir unbedingt achten
dürfen, was man kaum irgendwo in einem Manifestationsbuch liest. Aber das ist ein anderes Thema. Also wenn du schon dir viel Hintergrundwissen angeeignet hast, weil du schon seit einer Weile in der Richtung unterwegs bist auch, dann kannst du ganz, ganz viel schon bewirken, indem du dir deiner selbst bewusst bist, tagsüber ganz stabil auch in die Richtung denkst, wo die Reise hingehen darf und auf dieser Reise natürlich auch im Unterbewusstsein ungünstige Glaubensmuster erkennst und die selbst ganz ratzfatz im Alltag auch drehen kannst. Was aber im Unbewussten verborgen ist, wo der Kopf so rasch einsetzt, dass wir es gar nicht merken und die Regie übernimmt und wir dabei sind, ganz glaubhaft uns Dinge wieder auszureden. Das ist der Punkt, wo wir selbst dann nicht alleine weiterkommen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Es ist bei mir auch nichts anderes, ja. Also auch ich habe ein Bewusstsein, ein Unterbewusstsein und Unbewusstes. Eines der Gründe, damit auch die Dinge da im Unbewussten, die es bis eben noch verhindern, weiterzugehen, auch das ans Licht und kommt und gelöst werden darf, ist der einzige Grund, warum ich bis heute auch Menschen an meiner Seite habe, die dort sind, wo ich hin will, weil sonst komme ich ja auch nicht weiter, sonst ist ja irgendwo Stillstand. Und das ist bei jedem so und das darfst du wissen. Also, heutige Botschaft. Erlaube dir, die Dinge, die im Unbewussten in dir verborgen sind, Schattenseiten kann man es auch bezeichnen, erlaube dir, das auch ans Licht zu bringen und erlaube dir wirklich den Kopf, den Denker als Diener einzusetzen und nicht als Herrscher. Und sei ganz, ganz feinfühlig in der Richtung unterwegs, welche Botschaften deine Seele dir ständig schickt, was so deine nächsten Schritten sind und wo es hingehen darf und was einfach deines ist. Es gibt zwar im Moment eine Warteliste für das Seelenreading, vielleicht hast du es eben gesehen. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, die letzte Woche 267 Eintragungen. Also es gibt eine Warteliste für dieses Seelenreading. Ich poste es dir hier trotzdem in die Nähe von dem Video, weil in diesem Seelenreading, da kommt wirklich so, so vieles auch ans Tageslicht, was wirklich die ganz glasklare Botschaft unserer Seele ist, unseres Herzens ist. Und da spricht es aus dir heraus. Also wir machen da gewisse Dinge, wo du auch staunen wirst, was da zutage kommt und wie du anschließend nach dem Seelenreading wirklich ganz klar weißt, was deine nächsten Schritte sind. Und ja, dann kannst du dich natürlich auch begleiten lassen. Auch hier bei mir in der Akademie gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, können wir dann auch drüber sprechen. Aber wenn du sagst, im ersten Schritt würde ich mal gerne wissen, was ist da so tief in mir verborgen, ganz tief im Unbewussten, wo es aus mir spricht, wo Dinge zutage kommen, dass ich mal die Klarheit habe, aha, das ist wirklich meine Mission hier, die ich eigentlich gerne mit der Welt teilen möchte. Vielleicht ist es auch eine Angst vor der eigenen Größe, wirklich da weiterzugehen, was auch immer. Das sind die unterschiedlichsten Dinge, die da wirklich ans Licht kommen in so einem Seelenreading. Dann trag dich ein. Wie gesagt, gibt zwar eine Warteliste, aber bevor die dann noch länger wird, dann vielleicht sagt ja auch jemand mal einen Termin ab oder wird verschoben, dass du da irgendwie noch nachrücken kannst, so in den nächsten 2, 3 Wochen. Deshalb poste ich dir den Link mal rein und ja, fühl mal in dich hinein. Seelenreading für viel mehr Klarheit zu dem, welche Botschaften deine Seele für dich bereithält, um dann weitere Schritte zu gehen. In diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Wir sehen uns. Ciao, ciao.